Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und diesmal geht es um die Logitech G935. Ich habe mir zusätzlich nochmal den Karton vom 33 hergeholt. Das habe ich in Weiß zweimal. Beide kaputt mittlerweile. Aber naja, okay. Regen wir uns nicht auf. Werde ich ein bisschen was dazu gleich erzählen. Und ich habe mir jetzt bei Amazon im Warenhaus-Deal zu Black Friday das 35 geholt. War im Angebot 118, ein paar zerquetsche, 118,71 oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sollte erst Montag kommen, ist heute schon da. Ja, jetzt werden wir die beiden mal vergleichen. Dafür richte ich euch mal und auspacken erstmal. Also nicht wundern, dass der Karton ein bisschen angegriffen aussieht oder so. Ist halt aus dem Warenhaus-Deal, das stand bei Amazon auch so da. Und das hat auch wohl irgendeinen Kratzer, irgendeine Menge, keine Ahnung. Das werden wir uns auch gleich angucken. Hier ist halt nochmal verklebt. So. Die Verpackung beim alten fand ich ein bisschen besser. Das ist jetzt einfach nur Pappe, grau und dann halt Leuchtschrift. Da finde ich die beim alten, wenn er die so vergleicht, ja. Also finde ich die, seht ihr das? Das ist so richtig schön. Also die finde ich schöner. Ja. Aber es geht ja nicht um die Verpackung. Oh, hier haben wir so ein Ding, was wir rausziehen können. Super. So, wenn wir das mal hier so hinstellen. Ich muss mal gucken. Ja, hier steht nämlich nur DTS. Und bei dem neuen haben wir nämlich DTS 2.0. Gut. Also ich weiß jetzt nicht, wo genau der Unterschied ist zwischen. Ich habe mir da nicht schlau gemacht, großartig, weil es gibt das 33 nicht mehr. Das ist 35. Vielleicht haben sie da die Mängel verbessert oder so. Ich weiß, dass die Seitenteile anders aussehen. Noch ein bisschen höher machen wir. So. Ich weiß, dass die Seitenteile jetzt anders aussehen. Und dass die Ohrmuscheln, beim alten sind sie Stoff, hier sind sie Leder. Ach so, jetzt ist natürlich schon alles rausgefallen. Einen Aufkleber haben wir mit bei, ganz toll. Ein G-Aufkleber. Also ich feiere ja ich feiere ja das Headset absolut. Also ich bin mit meinem wirklich immer zufrieden gewesen. Aber die G-Software feiere ich jetzt gar nicht. Da fand ich die alte Software wesentlich angenehmer. Aber die G-Software ist für den Arsch. So, dann haben wir hier ein USB zum Laden. Das ganz normal. Sieht aus wie das mit G vorne, mit einem G drauf für das G. Und ein Micro-USB. Also das ist nicht mal USB-C. Ist genau wie beim G 933. So, dann haben wir hier einen Zettel, wie wir das anschließen sollen. Achso, der Adapter ist wieder eine Seite drin, ist klar. Mit dem Klinkekabel, mit dem Controller. Nee, habe ich nie gemacht, will ich auch nicht. Und USB mit dem PC will ich auch nicht. Ich mache mit dem Stick. Also man könnte auch mit USB mit dem PC verbinden. Aber pff. Ich werde es am Anfang mal logischerweise mit USB verbinden, um das Headset abzudaten, klar. Und zwischendurch mal. Aber sonst. Quatsch, brauche ich nicht. So, dann haben wir hier in Klinkerkabel. Ich muss das hier nochmal gerade rausfummeln. So, hier haben wir einen. Ja. Sind beide 3,5 mm Klinke. Also für die alte Xbox nicht mehr geeignet, wo, also die alten Controller. Und hier ist halt der andere. Beides 3,5 mm Klinke. Stereo mit Mikrofon. Also deswegen, dafür stehen diese Striche da. Ja, diese schwarzen Striche. Einmal Mono, zweimal Stereo, dreimal Stereo mit Mikrofon. Ach so, da kann man dann hier rausklappen.
Okay. Hier haben wir dann nochmal ein Heft. Und dann, ach so, das kann man hier umklappen. Ach so, dann hält es auch. Angeblich. Und eigentlich sollten die Kabel ja hier drinne sein, denke ich mal. Aber wie gesagt, es ist, man sieht, dass es benutzt wurde, ausgepackt wurde schon. Es ist halt, wie gesagt, ein Warenhaus-Deal. So, dann haben wir hier ein Heft. Keep playing. Ah, hier haben sie die G560, das sind die beleuchteten Lautsprecher, die sehen auch geil aus. G513 Tastatur, G703 Maus und Powerplay, also halt die, das Mauspad, was dann halt Strom macht. Ja, Fortnite auf dem Display, kein Wunder. Und die C922, gut, die habe ich auch. Und die Brio habe ich ja auch. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also, das ist wie gesagt das G933 in Weiß. Wir haben hier vorne oben den Bügel. Der ist schön, der war wirklich toll. Auch schön dick gepolstert. Hier bei dem fällt mir schon auf, das ist Leder. Und da sieht, guck mal, da kann man schon Einkerbungen sehen. Also ist jetzt, muss man gucken, ob das im Laufe der Zeit wieder weggeht. Ist so ein bisschen lockerer, das Leder, also ist irgendwie Luft mit drin oder so, keine Ahnung. Also hier ist es ein bisschen straffer, ein bisschen weniger. Aber irgendwie, wenn du hier reindrückst, geht es gleich wieder raus. Wenn du hier reindrückst, dauert es ein bisschen, bis es rausgeht. Also das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Müssen wir gucken. So, dann haben wir hier die Ohrmuscheln. Packe ich euch mal beide nebeneinander, auch die. Hier Stoff, hier Leder. Hier ist es ein bisschen härter beim Reindrücken, hier ist es weicher. Aber die können wir ja wechseln, also wenn es mich das stört, dann mache ich mir den Stoff auf. Dann zeige ich euch mal. Hier sind sie halt Leder. Hier sind sie Stoff. Ja, nicht wundern, ich habe immer noch die Nippel dran, weil wie gesagt, das ist das, was eigentlich neu ist, was im Schrank gelegen hat seit 2 Jahren und das verbindet sich nicht. So, die Plates haben wir jetzt hier anders. Wo ist mein Handy? Na, such mal. Irgendwo halt ein Handy, mein Handy und irgendwo vibriert. So. Falsche Seite. So, das ist jetzt die richtige Seite. Beim alten. Ne, ja, die gehen ins Kinderzimmer. Beim alten. 20 Minuten. Beim alten sind haben wir 3 Striche. Das seht ihr schlecht, wartet. Entschuldigung, 3 Striche. Und beim neuen geht halt so eine Linie nach unten. Jetzt, was mich interessieren würde, wenn ihr das Schwarze habt. Na, deswegen sind wir doch noch hier. Ja, aber Jonas ist schon am Anziehen. Es passt so, ja. Hier haben wir dann die Batterie. Die kann man dann auch wechseln, kann man auch nachkaufen. Auch den. Ja.
Und hier haben wir dann halt den USB-Stick drin. Ja, auf jeden Fall, dieses Art-Programm brauche ich nicht mehr. Ich bin dann auch doch befestigt, das schon, wie man gedacht hat. So, und dann kommt, der kommt dann einfach in den PC rein. So. Dann gucken wir mal, wie der Tragekomfort ist. Oh, nee, doch, ich habe einen Unterschied gefunden. Hier haben wir Plastik, also nee, Metall, schwarz, in der Mitte schwarze Plaste. Das geht ziemlich leicht. Und das, wie gesagt, das ist das Neue. Das haben wir hier auch Metall. Jetzt steht jetzt aber nicht mehr auf dem Metall an der Seite, sondern in der Mitte auf dem schwarzen hier, wie weit wir sind. Und das geht wirklich schwerer. 8. Ja, haben wir beide 8 mal raus. Also es ist... anders. Also jetzt nicht jetzt viel anders, aber also vom ersten jetzt aufsetzen ist es anders. Also so, das 33, wie gesagt, ist neu. Also ist relativ neu. Das kann jetzt nicht ausgenuddelt sein oder so, dass es daran liegt. Das ist, habe ich gefühlt, das hat so ein bisschen mehr Druck drauf, damit das dran gedrückt wird. Oben fühlt sich das schöner an. Also der Stoff anstatt der Leder, dem Leder. So. Und hier, machen wir noch ein bisschen lockerer. Also hier habe ich das Gefühl, 1, 2, 3, Test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test, 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test, 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 Test. Ja. So. Also, gefühlt ist es jetzt nicht so straff auf die Ohren. Ich kann es trotzdem noch mit meiner Brille tragen. Oben, jetzt geht es ein bisschen. Aber ich finde es bei dem irgendwie, vielleicht wegen dem Leder, vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, kann auch sein. Fand ich bei dem anderen ein bisschen angenehmer, obwohl jetzt ist es hier auch okay. Also so richtig kann ich euch sowieso erst sagen, wenn in der nächsten Zeit, wenn wir es hier eine Weile getestet haben, wie es ist. So, jetzt vom ersten Gefühl ist es schon okay. Und oben der Bügel, hier haben wir jetzt halt die Striche und G steht da. Warte mal, ich mach mal so. So. Na, optisch ist es schön. Mit dem Klavierlack und den Matten und so. Ich wollte ja eigentlich lieber weiß haben, aber naja, okay. So, das werden wir jetzt erstmal eine Weile benutzen. Und dann werde ich nochmal ein Video machen und euch sagen, wo da das Positive und das Negative ist. Wie sich das jetzt geschlagen hat. Ich hoffe, dass das wenigstens funktioniert. Ist ja Warenhaus, hier wird ja überprüft sein. Also ich hoffe nicht, dass wieder mit dem Stick... Dann kriegen wir Hals. Dann kriegen wir richtig den Hals. Aber egal. So, ich würde mich jetzt hier verabschieden. War ja nur ein kurzes Unboxing und erste Testen. Heute Abend das erstmal benutzen und dann mal gucken, wie es sich schlägt. Bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, vielleicht ist bis ich das Video öffentlich schalte, vielleicht habe ich bis dahin schon den Hardware-Test gemacht und kann ein Fazit geben, weil ich es ein paar Tage benutzt habe oder eine Woche oder so. Müssen wir gucken. Jedenfalls verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ahoi. Seid euer Odin.